Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem erneuten Video hier von mir. Ich nehme euch einfach heute mal mit durch meinen Fitnessalltag, wie ich mir das so als Jugendlicher gestalte, wie ich mich ernähre, wie ich trainiere, wie ich mich motiviere. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video, Freunde. So, ich würde sagen, wir beginnen das Video mit einem schönen Rezept. Ich werde jetzt kochen für meinen Bruder und für mich. Meine Eltern sind nämlich unterwegs und sie haben mich gebeten, einfach was zu kochen. Was wir dafür benötigen: 800 Gramm Hähnchenfleisch. Was wir noch benötigen: Reis. Ist relativ simples Meal, ein Oldschool-Meal. Luca, worauf hast du Lust? Eher auf Kaisergemüse oder Erbsen und Mais? Was möchtest du lieber? Das linke. Das linke? Ja. Hätte ich mich jetzt auch für entschieden. Zack. Mein Bruder und ich waren gestern schön zusammen mal wieder trainieren. Du bist 14, aber ich lerne ihn das jetzt langsam auch an mit der Ernährung, mit dem Sport. Er hat wirklich Spaß dran und mir macht es auch Spaß, ein Familienmitglied, das so zu vermitteln. Mein Vater ist ja auch leidenschaftlich bei dem Sport dabei. Geht immer regelmäßig mit mir zum Sport, zieht durch und nimmt mich auch auf, unterstützt mich beim Filmen. Wir benötigen eine große Pfanne hier. 800 Gramm Fleisch braten wir jetzt nämlich an. Zack. So, ich werde das Fleisch jetzt mit Pfeffer würzen und Paprika, edelsüß. Wir haben jetzt hier knapp 300 Gramm Reis und das Doppelte an Wasser. Immer so ein Wert, den ihr euch merken könnt, um Reis optimal zu kochen. Kleiner Tipp am Rande: kocht das Wasser einfach im Wasserkocher auf für den Reis. Dann kriegt ihr das Wasser einfach viel schneller zum Kochen. Ein cooler Tipp. Richtig guter Tipp von mir, wie ihr von innerhalb 5 Minuten das Gemüse gar bekommt, nämlich in der Mikrowelle. Ihr benötigt 2 Teelöffel Wasser, das kommt dann hier drauf und das Ganze kommt hier für 5 Minuten rein und dann ist das Gemüse gar. So, das Essen ist fertig und ich bin hier gerade am Tracken. Hier schreibe ich alles auf, die Grammzahlen, wie viel Fleisch, wie viel Reis und Gemüse etc. Das Salz habe ich jetzt im Nachhinein erst draufgepackt. Zum Essen trinke ich ein Glas Fanta Zero. Guten Morgen, Freunde. Jetzt gibt es erstmal für mich Frühstück. Ich hatte die letzten 2 Tage Rest Day. Aus dem Grund habe ich mir gedacht, ich mache diesen Vlog hier über 2 Tage, damit ich euch auch mit zum Sport nehmen kann und meinen Fitnessalltag optimal euch zeigen kann. Ich werde jetzt mein Frühstück zubereiten, was ich in der Massephase relativ oft esse, was auch schnell geht, was lecker ist. Und das Wichtigste ist ja, dass die Kalorien reinkommen. Einmal hier dieses Porridge, das habe ich euch in meinem letzten Video auch schon vorgestellt. Das werde ich mir jetzt machen. Was dort reinkommen wird: eine Banane. Ein cooler Tipp von mir am Rande: wie ihr morgens relativ viel an Flüssigkeit schon reinbekommt. Ich mache es immer so, weil ich Wasser pur nicht so gut trinken kann. Ich empfehle immer zwischen 500 ml bis 1 Liter zu trinken schon morgens. Dann schnappe ich mir hier einen Orangensaft. Immer darauf achten, 100% Fruchtanteil. Ich schütte mir davon 300 ml in einen Shaker. Und den Rest werde ich mit Wasser aufgießen, damit ich den ganzen Shaker voll habe. Und das kriege ich viel besser runter. Das schmeckt auch richtig gut. Kann ich so jedem einfach nur empfehlen. Vor allem auch im Aufbau habt ihr sogar noch Kalorien hier durch drin. So Leute, ich muss noch was ergänzen. Für mich gibt es morgens noch 50 Gramm Whey-Protein. So Leute, schaut mal her, meine Eltern waren gerade einkaufen. Sie achten auch darauf, dass sie halt fitnessgerechte Sachen holen, auch für mich. Meine Mutter zum Beispiel kocht auch sehr oft was für mich, zum Beispiel was nicht so viel Fett hat. Und sie achtet auch darauf, wo ich auch drauf achte. Natürlich nicht alles fitnessgerecht, zum Beispiel das hier, das würde ich niemals essen. Und das hier auch schon mal gar nicht. Ich akzeptiere die Leute, die auch so essen. Und die Leute akzeptieren auch mich. Und das ist das Wichtigste, tolerant sein, Leute. Ich werde mega oft gefragt, wie ich mich für den Sport motiviere. Ich sage einfach nur: Musik ab. Leute, nochmal zum Thema Motivation. Viele Leute fragen mich so: was hörst du eigentlich beim Training? Checkt einfach diese Playlist hier auf meinem Kanal ab. Die nennt sich einfach ganz normal Musik. Da sind die besten Remixe bei, die besten Hits, die ich höre, um mich richtig hart zu motivieren. Ich mache mich jetzt hier zu Hause schon warm fürs Training. Dann mache ich immer diese Routine durch. Das mache ich ganz gerne zu Hause, bevor ich ins Workout fahre. Hier habe ich einfach meine Ruhe, hier kann ich mich in Ruhe erwärmen und das ist dann so halt meine Routine. Das gleiche könnt ihr auch mit kleinen Scheiben machen oder Kurzhanteln, falls ihr die zu Hause habt. Wenn nicht, dann kauft euch einfach so ein Band hier. Das kostet wirklich nicht viel und es bringt einiges. Ihr könnt euch gut damit aufwärmen, es ist eine richtig gute Empfehlung von mir. Und wenn ihr gar kein Equipment habt, dann macht es einfach so.
Schulterkreisen mache ich auch ganz gerne nach vorne jeweils, nach hinten jeweils. Dann dieses hier noch. Viele Leute vernachlässigen das Aufwärmen und das ist mit einer der wichtigsten Dinge bei dem Kraftsport, um nachhaltig zu sein, um sich nicht zu verletzen. Deswegen schön aufwärmen, Leute. Progression pur. So, jetzt wird rausgehoben. So, das Training ist jetzt durch, war ein gutes Workout mit meinem Vater. Jetzt mal so ein kleines Form-Update von mir, wie es so läuft. Ich befinde mich in der Massephase. Zurzeit wiege ich 82 Kilo knapp. Was sagst du, Papa? Beurteil mal die Form. Findest du sie? Ordentlich ein Wumms in der Schläuche, würde ich sagen. Im Aufbau adriger geworden. Ja, das einfach aus dem Grund, weil wenn die Muskulatur aufbaut, kommen die Adern auch besser zum Vorschein. So Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause. Jetzt werde ich mir erstmal eine leckere Mahlzeit zubereiten. Ganz einfaches, simples Meal hier. Spaghetti Bolognese. Wer liebt es nicht? Einmal aus Leithackfleisch mit gehackten Tomaten und einfach 500 Gramm Nudeln. Und das ist eine gute Massemahlzeit, um zuzunehmen. Und die schmeckt wirklich lecker. So fertig ist das Essen, Freunde, damit ihr mal so ein Verhältnis habt, was ich mir heute noch reinziehe. Das sind 500 Gramm rohgewogene Nudeln, also ich denke knapp über ein Kilo, 400 Gramm Hackfleisch und eine Dose gehackte Tomaten. Das werde ich mir jetzt über den Abend genehmigen. So, die Mahlzeit ist fertig. Ich habe mir jetzt noch Parmesan draufgepackt und Peperonis. Spaghetti Bolognese, einer meiner Lieblingsgerichte im Aufbau. Die kann ich einfach jedem nur empfehlen. Erstens haben wir sehr viele Kalorien. Zweitens, geht gut runter und es schmeckt verdammt gut. Und dazu werde ich jetzt noch so ein Leitgetränk hier trinken von Gary Grapefruit. Richtig lecker. An der Stelle will ich mich auch bei den ganzen Leuten bedanken, die mich supporten, die Daumen nach oben geben, die nicht geizig sind. Also Leute, falls euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, nicht geizig sein. Die mir positive Kommentare schreiben per Instagram, per Privatnachricht. Freue ich mich echt drüber, das motiviert mich echt, wenn ich von meinen Kunden auch höre, ja, ich habe Fortschritte gemacht, ich habe jetzt zugenommen, oder Leute, die abnehmen wollen, ja, ich habe schon meine Ergebnisse erzielt in dieser kurzen Zeit, die schicken mir Fotos, Body-Updates, sowas motiviert mich einfach, wenn ich sehe, mein Wissen, das, was ich mache, funktioniert nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen, dass ich zufriedene Kunden habe, das motiviert mich und vielen Dank für euren Support, Mann, das wollte ich auch mal loswerden, weil Dankbarkeit ist sehr wichtig im Leben, deswegen schätze ich das auch hier. Falls euch das Video gefallen hat, wie gesagt, Daumen nach oben, falls ihr neu seid, unbedingt diesen Kanal hier abonnieren, damit ihr keiner der weiteren Videos hier verpasst. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, mein Alltag als jugendlicher Bodybuilder. Wenn es der Fall war, schreibt mal bitte in die Kommentare Hashtag mit eurem Alter dahinter, damit ich sehen kann, wie meine Zielgruppe ist. Und Leute, lasst uns wachsen, die jugendliche Army, der Fitness-Lifestyle, der ist gut. Deswegen verbreitet meine Videos, verbreitet es mit euren Freunden, damit wir mehr Jugendliche einfach dazu bewegen, diesen Sport auszuführen. Lasst uns einfach diesen Lebensstil verbreiten, damit in Zukunft mehr Leute gesund leben und ihre Ziele besser verfolgen können. Und das war mein abschließendes Wort, Leute. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video.